Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvierte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit den mächtigen Preußen. Und heute wollen wir, wenn die Armee hier fertig ist, wollen wir uns gerne Württemberg schnappen. Vielleicht schaffen wir das sogar ausnahmsweise. Das wird eine krasse Nummer. Auf jeden Fall haben wir Dresden in der letzten Runde mit Zähnen und Klauen gegen die Bayern verteidigt. Vielleicht kannst du hier übrigens noch so ein klitzekleines bisschen irgendwie fortbilden. Also alles mini bisschen, was wir hier kriegen können. Nehmen wir uns mit. Und ich habe mir jetzt übrigens gedacht, nee, ich bilde die hier nicht fort, also wenn, dann merge ich die, aber ich glaube auch, die sind halt auch so weit weg, die Truppen hier, ne? Das hat eigentlich keinen Wert, die jetzt darüber zu schicken. Was wollen die hier? Bis die in München sind, sind da so viele Runden vergangen. Also ich habe eigentlich schon vor, so innerhalb der nächsten 3, 4 Runden hier die dominierende europäische Kontinentalmacht zu sein. Na, also wir haben 1705, wir haben 5 Jahre gespielt, wir haben die polnische Teilung. Wobei, eigentlich, wir haben Polen ja noch nicht mal geteilt, wir haben es einfach komplett erobert. Oh, nice. Oh, sehr cool. Habt ihr es gerade gesehen? Schaut mal. Da ist seine Armee. Unfassbar gut, ey. Das speichere ich. Ja, ich könnte das automatisch ausrechnen lassen. Ich glaube, also wir gewinnen das, weil wir haben so viel mehr Linie als er. Wir haben, auch, wir haben vor allen Dingen mehr Arti als er. Unerschrocken, unbesiegt. Ja, 800, ich weiß nicht, ich glaube. Darf ich mal gucken? Ich glaube, das schaffen wir doch besser. Ach ja, stimmt. Das ist ja so eine doofe Festung, ne? Achtung, Wölfe, in 3, 2, 1. Ah, ah, das. Fast, fast. Hier hin. Ich sichere die Arti nur gegen mögliche Manöver der gegnerischen Kavallerie ab. Nee, warte, lass ihn da stehen. Okay, schneller geht hier sowieso nicht, ne? Also von daher ist gut. Dann bring dich mal in Position. Wir machen mal das Autofeuer hier aus. Boah, Junge.
Das wäre eigentlich sehr, sehr nice, wenn ich da den einen oder anderen treffen würde. Ha, das ist so blöd. Wenn er da nur da vorne rumgammeln würde, das wäre halt so heftig. Dann könnte ich ja theoretisch hier die Mauer einschießen. Schieß bitte. Dann könnte ich hier die Mauer einschießen. Und hier die Mauer einschießen, dann kommt er da gar nicht mehr runter. Warte mal. Stopp. Dann gucken wir mal, da kommt ja noch mehr. Witzig, okay. Nicht. Jetzt gerade gar keine Ahnung, wo der da lang will. Will der hier hin? Nee, warte, geh nicht da rein. Das könnte die KI in so einer ganz doofen Art und Weise triggern. Warum rennt denn der nicht? Der lässt sich ja überhaupt nicht zum Rennen überreden. Krass. Da will ich da mal scharf drauf stellen hier. Komm. Trifft nix. %42 nach einer Viertelstunde. 45. 47. Neunundvierzig, 51. Schieß das Ding hier kaputt. Wir wollen ihn nochmal dazu bewegen, dass er sich nochmal etwas anders bewegt. Schieß bitte. Muss man hier echt alles zweimal anklicken? Okay. Folgende Idee. Du bitte hierhin.
Was hat denn der so viel Kavallerie auch eigentlich dabei? Das hier geht schon mal deutlich schneller. Gefühlt geht's schneller. Als ob du da halt noch mal 10 Artis mitnehmen müsstest, ne? Oh Gott, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Nee, Mist, ich habe kein Wasser. Mein Kaffee habe ich auch keinen mehr. Ah doch, warte, ich habe noch ein Leitungswasser hier oben. Eine halbe Stunde. 49%. Prozent, okay, da waren ja jetzt mal ein paar brauchbare Treffer dabei. Oh, Achtung, Zeitlupe. Wurms. Schieß mal auf den da oben. Kannst du da drauf ballern? Okay, schieß auf den da. Auf den kannst du ballern. Boah, das ist hier. Aber definitiv spielen mit Handicap. Weil entweder schleicht das Spiel krassestens oder es rast. So, und jetzt schieß endlich diese Drecksmauer kaputt. Die ist bei 67%. Jetzt komm. Ich will, dass die Typen da oben gefangen sind. Bleibt das stehen. Nicht in Range gehen. Komm, wenn er da oben verschimmelt ist, sauber. Muss gucken, also so eine Viertelstunde brauche ich schon, um das Ding zu erobern. Nochmal, komm, jetzt. Schieß. Schieß! Sie schießen nicht! Es gibt's einfach nicht. Okay, dafür schießt die Miliz hier die andere Miliz kaputt. Komm. Worauf wartest du? Weißt du, was ich glaube? Der schießt irgendwie nicht so richtig. Abrotzen.
Und dann hier rüber. Ich glaube, ja, die gehen hier irgendwo in die Erde. Die ganzen Schüsse gehen da irgendwo in die Erde, obwohl ich da ja auch auf einer erhöhten Position hocke, ne? Frage ist jetzt nur, komm, dann geh noch näher ran, weil das bringt so nichts. Junge, leck das so hart. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ich muss jetzt auch hier mal langsam zu Potte kommen. Boah, geht das noch langsamer? Die bewegen sich ja fast rückwärts. Nö. Junge, du nett. Nee, Junge. Der himmelt sich. Seht ihr das? Geistesgestörtes Himmelsfahrtskommando. Karree. Der kommt jetzt die Leiter runter. Karree. So. Protzen. Protzen. Jetzt kann ich es mir auch schenken, aber du musst trotzdem ein Loch da in die Wand schießen. Was ist das denn bitte? Das ist ein Linienregiment. Okay. Witzig. Bitte so. Karree. Bitte neu formieren. So, wir haben nur eine Viertelstunde. Das ist natürlich auch awesome Tactics, ne? Wenn der Typ da oben noch teilweise auf der Mauer steht und ich halt nichts machen kann, ne? Okay, gegnerischer Gen ist wohl down. Greif an. Dann greift den Heckenpenner noch nicht direkt an. So, jetzt aber. Immer da, der reibt mir die Miliz auf. Okay, dann jetzt schnell da rein, bitte. Wenn er da noch auf der anderen Seite beschäftigt ist. Wer dann das eigentlich geschafft? Ich habe keine Ahnung. Es interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr. Die Miliz ist auch nicht so wild. Vielleicht hat mir die Arti auch selber noch da reingehauen. Das kann sein. Komm, schneller durch. So. Das sieht nach einer brauchbaren Lösung aus. Oh, sorry, dass es jetzt am Ende so eine ätzende Speedschlacht ist, aber das, ja.
Du gehst bitte ins Karree. Nee, du nicht, warte. Du bist jetzt bitte das Gebäude hier. Warum ist der denn noch im Karree eigentlich? Der sollte gar nicht im Karree sein. So, dann besetzt jetzt das Drecksding. Karree-Formation für Deppen. Willst du mal hier drauf schießen? Hat aber geklappt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es mit weniger Verlusten geklappt hat als in der Autoschlacht. Aber wir haben einiges in die Flucht geschlagen. 716, das sind 100 Mann weniger. Na, das ist doch ein repräsentierbares Ergebnis. 4500. Ist okay, aber Arti ist in Schuss. Kaff ist in Schuss. Jen ist im in Schuss. Steuern raus. Wie sieht es hier oben aus? Eklig. Steuern raus. Das heißt, wir haben nächste Runde weniger Einnahmen. Dreitausendeinhundert für die Linie. Finde ich aber fair. Ja, verbinde die Truppen nochmal bitte hier. Verbessere mir noch ein bisschen was an Einheiten. Also ich muss hier auf jeden Fall eine Revolte verhindern. Das ist der Müll an der Sache wieder. Aber ich weiß nicht genau, was die. Euer Majestät, beobachte Ich weiß jetzt nicht, was der Einwanderer. Bayer da vorhat. Euer Begehr. Also, er könnte mir einen Gefallen tun und mit der Armee genau das Gleiche machen, was die Württemberger eben mit ihrer Armee gemacht haben und sich hier irgendwo da oben da in Norditalien irgendwo in den italienischen Alpen irgendwo einquartieren. Das könnte er machen. Oh, was forschen wir in Heidelberg? Gesellschaftsvertrag. Die Wirtschaftstechnologie ist noch nicht so eilig. Ja, macht die Explosionsladung, die ist auch echt ganz gut. Strategisch wichtig. So. Ja, mit der Armee und der Armee, da schaffen wir München so locker. Ich quicksave nochmal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Provinz erobert, Fraktion vernichtet. Halleluja. Empirismus fertig. Wir haben den Edelmann bekommen. Was kann der denn? Fabrikmeister. Wissenschaftlicher Edelmann. Okay, pass auf, dann geh du doch mal nach München, weil da werden wir ja auch noch. Da werden wir ja auch noch eine. Eine Akademie erobern.
Okay, ich möchte das jetzt gerne testen. Linke Seite, Marsch. Rechte Seite hoffentlich auch. Also wenn nur eine Seite marschiert, dann hätten wir ja nicht diesen berühmten preußischen Gleichschritt, den du erfunden hast, Leopold. Jo, okay. Also stresst du mich jetzt hier nicht wegen einer Einheit, die hier in Minsk rumsteht. Aber ich stresse mich nur so ein bisschen wegen den Einheiten, die halt hier rumstehen. 1666, 1682, okay. Aber vielleicht können wir die nächste Runde fortbilden. Ja, tatsächlich ist das jetzt relativ ereignislos gewesen für unsere Rush-Taktik. Aber Bayern ist ja halt auch erst jetzt dran. So, und jetzt bitte einmal mit der Armee rausstiefeln und irgendwo anders hin. Wo dich keiner kennt. Hey, Hannover bewegt sich. Was hat er drin? Boah. So viel Linie. Müssen wir mit noch mehr Linie ankommen. So, die zwei Milizen schätzen wir bitte mal wieder hierhin zurück. Und jetzt ist die Frage. Nehmen wir noch eine dritte Arti mit. Also ich glaube, wir brauchen die drei Kaff-Regimenter nicht unbedingt. Ja. Wir brauchen nicht so viel Kaff bei der Belagerung. Komm, ich schicke die nochmal zurück. So. Und die Eroberung von München, die uns hier einem ganz, ganz wichtigen Ziel näher bringt, die machen wir aber im nächsten Part. Die machen wir jetzt heute nicht mehr. Okay. Auch wenn ihr das jetzt gerne sehen wollt, ich weiß, aber wir machen die jetzt nicht mehr. Und dann können wir mal überlegen, ob wir diese... Was bist du nochmal? Ah, du bist mein Missionar. Wie sieht denn das hier aus eigentlich? 42,7. Okay, gar nicht mal so verkehrt. Es wird langsam. So, und dann bekommen wir da unser fünftes Kolleg dazu. -1 Zufriedenheit. Ja. -1 Zufriedenheit. -1 Zufriedenheit. -1 Zufriedenheit. -1 Zufriedenheit und so weiter. Gibt es ja irgendwas. Ne, +Zufriedenheit bringen die alle nicht, ne? Ah, doch, hier, da. +4 Zufriedenheit Unterklasse, -4 Adel. Abschaffung der Sklaverei, ja, das ist doch. Das klingt doch nach einer brauchbaren Variante, aber. Da haben wir hier schon einiges zu tun. Tatsächlich, ja, übrigens, recht interessant, ne? Sklavenhandel wurde in Preußen ja tatsächlich auch noch eingeführt, aber relativ spät. Aber sagen wir vielleicht in einem anderen Part noch was zu. Ja, um Schiffe müssen wir uns irgendwann noch kümmern. Aber solange wir nur Krieg führen gegen Nationen, die jetzt nicht dafür bekannt sind, eine starke Flotte zu haben, ist das eigentlich vertretbar. So, Österreich ist verbündet mit Bayern, Großbritannien und Vereinigten Provinzen. Sollten wir die noch zu gegebener Zeit provozieren? Oh, wir können mit... Wodurch haben wir jetzt den...
Wodurch haben wir jetzt den zusätzlichen Handelsweg bekommen eigentlich? Wir haben keinen Hafen erobert und wir haben auch nichts dergleichen gebaut. Weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, na gut, wenn wir im nächsten Part dann sehen, dann handeln wir mal mit den ganzen. Dann gucken wir mal, wie viele Handelsverträge wir noch machen können. Okay. Bis dann sage ich dann. Ach so, ja, historische Hintergrundinfos. So, meine Damen und Herren, heute widme ich mich nochmal einer Zuschauerfrage. Nämlich, ein Zuschauer hat gefragt, wie ich die Herrschaft von Georg Wilhelm von Brandenburg bewerten würde. Ich muss dazu direkt die Einschränkung machen. Ich bin natürlich kein Experte für die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und das 17. Jahrhundert. Insofern ist mein Urteil vielleicht eher oberflächlich, aber so das eine oder andere dazu kann ich, glaube ich, schon sagen. Das allererste ist, machen wir uns mal klar, in welche Zeit generell seine Regierung fällt. Georg Wilhelm eben als Kurfürst von Brandenburg und zugleich auch noch Herzog in Preußen. Georg Wilhelm wird insgesamt in der Geschichte als schlechter Herrscher gewertet, weil er seinem Land viele Verluste finanziell, wirtschaftlich, menschlich aufgebürdet hat und sich angeblich in vielen Situationen falsch verhalten habe. Er gilt als einer derjenigen Herrscher, die mit dem Dreißigjährigen Krieg nicht zurechtkamen. Ich möchte da vielleicht mal zu sagen, er war sicherlich nicht der einzige Herrscher in Europa, den dieser Dreißigjährige Krieg vollkommen überfordert hat. Ich bin allerdings hier der Meinung, man darf das nicht komplett vom Endergebnis seiner Herrschaft her betrachten, sondern man muss das in der jeweiligen Situation versuchen, angemessen zu bewerten. Natürlich spricht ihn das nicht von Schuld frei, wenn er aus besten Absichten gehandelt hat. Ich würde ihm jetzt mal unterstellen, tatsächlich hat er in guten Absichten häufig gehandelt, aber die falschen Entscheidungen getroffen. Das spricht ihn sicherlich nicht von jeglicher Schuld frei und das sollte man natürlich auch nicht machen, ne? Weil wenn nur noch die Absichten zählen, dann ist auf einmal auch die schlimmste Diktatur eine gute Politik und so kann man das natürlich nicht betrachten. Wie sieht das aus? Also, Georg Wilhelm findet sich in einem vielfältigen, ja, Mächtekonzert wieder, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges insbesondere, das nur auf der einen Seite schwer zu überschauen ist, das aber auf der anderen Seite eine vielfältige Bedrohung für sein Kurfürstentum und sein Herzogtum birgt. Da ist einerseits eben das sehr mächtige Schweden die größte und wahrscheinlich für ihn auch erstmal gefährlichste Großmacht in Nordeuropa. Danach kommen die Polen-Litauer, also beziehungsweise kommen Polen vor allen Dingen im Osten seines Reiches, das vielfältige Ansprüche in Europa versucht geltend zu machen. Einerseits eben den Anspruch auf den schwedischen Königsthron, später auch noch den Anspruch auf den Zarentitel. Auch das ein ständiger Unruheherd in seiner direkten Nachbarschaft. Er hat keine direkte Landbrücke zu seinen preußischen Besitztümern. Er selbst, also Georg Wilhelm, fällt durch einen Erbfall erhält er den Anspruch auf Pommern, den er aber zeit seines Lebens nicht geltend machen kann. Das mag auf jeden Fall sein großer Wunsch gewesen sein, außenpolitisch mehr Geltung zu bekommen, und es wäre ein wichtiger Landerwerb gewesen für ihn. Das war sicherlich ein Ziel, das seine Herrschaft bestimmt hat. Und wahrscheinlich hat er sich von Schweden, er ist ja nachher ein Bündnis mit Schweden eingegangen, vielleicht hat er sich von den Schweden da tatsächlich eine Stärkung seines Anspruchs auf Pommern eben ja, versprochen. Vielleicht war er sogar der Ansicht, dass er Pommern bekommen könnte durch die Hilfe der Schweden, was tatsächlich aber so nicht so möglich war. Und dann nicht zu vergessen, im Süden noch die andere große, wichtige Macht, die Habsburger, mit denen er nicht im Clinch liegt, aber die nicht so davon begeistert sind, dass Brandenburg, Preußen erstmal eine Neutralitätspolitik im Dreißigjährigen Krieg fahren möchte. Und tatsächlich wird
Georg Wilhelm diese dieses Neutralitätsgebot auch nicht aufhalten können. Hinzu kommt eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Sachsen, dem anderen wichtigen Kurfürstentum, das wir ja jetzt hier bereits schon besitzen. Aber Sachsen, die aufstrebende Industriemacht hier, wirtschaftlich sehr prosperierendes Land mit sehr illustren Herrschergestalten, die viel für die Landesentwicklung tun. Auch das beobachtet Georg Wilhelm natürlich mit Argwohn und versucht, sich hier gegenüber mehr Geltung zu verschaffen. So, und das ist einfach eine sehr verzwickte Lage. Auf welches Pferd will er setzen? Auf das der Polen. Er muss ständig damit rechnen, in einen Krieg mit Schweden hineingezogen zu werden, und er muss ständig damit rechnen, in einen Krieg mit Moskau hineingezogen zu werden, wenn er auf das polnische Pferd setzt. Auf der anderen Seite will er sich verständlicherweise nicht schlecht hinweg mit den Habsburgern gemein machen, denn die Habsburger sind die Katholiken und er ist einfach der Protestant. Er muss versuchen, einen adäquaten Bündnispartner zu finden, den er auch aufgrund der religiösen Verbindungen, dem er aufgrund der religiösen Verbindung auch vertrauen kann, sodass er weiß, dass der für eine gemeinsame Sache kämpft. Insofern werden es dann halt eben die Schweden, und es ist einfach, ja, er hat wohl nie damit gerechnet, dass tatsächlich nachher sein Land von den schwedischen Truppen selbst ausgeplündert wird. Es war aber so, bei seinem Tod ging wohl das Sprichwort rum: Pommern ist dahin, Jülich ist dahin, Preußen haben wir wie einen Aal beim Schwanz und die Marken wollen wir auch noch vermarketendieren. Das heißt oder spielt auch auf diese schreckliche finanzielle Situation an, in der sich Preußen oder Brandenburg-Preußen damals eben befand. Und zeigt, wie schmachvoll diese Gebietsverluste eben empfunden wurden. Ne? Tatsächlich kommt es zu der Situation, er muss erstmal die Schweden ins Land lassen, um damit die Schweden hier den 30-jährigen Krieg in seinen Ländern austragen. Das führt zu einem Bevölkerungsrückgang von, man rechnet heute, über 30% in den preußisch-brandenburgischen Ländern. Einfach nur ganz, ganz schrecklich. Und also ein schreckliches menschliches Leid, was da geherrscht haben muss. Und das Schlimmste ist sogar, selbst als er vor Wallenstein nachher kapituliert, muss er die schwedischen Truppen weiterhin noch im eigenen Land dulden. Die Schweden werden damit zum Bestimmer über das Schicksal von Brandenburg und Preußen. Und wir dürfen nicht vergessen, eigentlich erhält er doch Preußen vom polnischen König zum Lehen. Das heißt, er hat noch einen Lehnsherr im Osten sitzen, der dazu jetzt noch mit seinem übergeordneten Herren im Streit liegt. Das ist einfach außenpolitisch gesehen die Worst-Case-Situation, würde ich mal behaupten. Und das ist sicherlich so einfach nicht vorhersehbar. Ich glaube tatsächlich, also, oder sagen wir mal so, was wäre die Option? Wäre wahrscheinlich gewesen, auf Polen zu setzen. Er hat es ja so gemacht, er hat ja Maria Eleonora, ich glaube so heißt sie, seine Schwester, hat er ja mit dem Gustav II. Adolf von Schweden verheiratet und damit den polnischen Prinzen, den hat er damit brüskiert, dem war nämlich Maria Eleonora zur Frau versprochen worden. Und wie heißt er im Moment? Ich glaube, Sigismund der Dritte Vasa, also ne, der ist auch mit denen hier verwandt, ne? Damit hatte man Polen brüskiert und das wird immer wieder gesagt, also diese Heiratspolitik war äußerst ungünstig und das hätte man anders machen müssen. Aber tatsächlich ist die Frage, ob er das grausame Schicksal, das sein Land erleiden musste, ob er das von sich hätte abwenden können, wenn er sie tatsächlich dann doch dem polnischen Kronprinzen zur Frau gegeben hätte. Wer weiß, das ist kontrafaktische Geschichtsforschung und kontrafaktisch und Forschung passt in der Regel nicht so gut zusammen. Ne? Also die Frage ist auch hier, was ist der Mehrwert davon, was will man damit zeigen? Sicherlich ist evident, dass es bessere Entscheidungen gegeben hätte. Man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, Georg Wilhelm litt Zeit seines Lebens an schweren Krankheiten. Also er ist auch nur 45 Jahre alt geworden, ist sehr früh gestorben und bei seinem Tod eben hat er schon... Bei seinem Tod hat er seinem Nachfolger einfach ein Herzogtum in schrecklichem Zustand und Kurfürstentum in schrecklichem Zustand überlassen.
Wallenstein hat übrigens auch gesagt, das ist auch sehr bezeichnend wieder, ne? Will der Herr Kurfürst noch für andere interzedieren, also sich für andere in den Krieg einmischen? Er soll froh sein, wenn er sein eigenes Land behält, ne? Also das ganze Schicksal des Landes stand damals auf der Kippe. Insofern kann man sagen, das ist eine sehr, also vielleicht ist er tatsächlich noch einmal mit dem Kurfürstentum davongekommen, wobei man das jetzt auch nicht so einfach hätte aufteilen können, das geht bei einem Kurfürsten natürlich nicht. Ja, aber diese Heiratspolitik war schrecklich, die wechselnden Bündnisse waren auch nicht von Vorteil. Auf jeden Fall, er hat sich ja später auf die Seite des Kaisers wieder geschlagen, aber auch das hat ihm kein Glück gebracht. Insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation. Ach ja, genau, also ich war ja noch beim gesundheitlichen Zustand, ne? 45 Jahre alt ist er nur geworden, 1640 ist er gestorben. Hat an, wie heißt das, Schwarzenberg, seinen katholischen übrigens, Berater, hat er später die Statthalterschaft übertragen, als er schon so krank war, dass er sie selbst nicht mehr ausüben konnte. Er hat sich mal eine schwere Beinverletzung zugezogen, die auch nie wirklich gut verheilt ist, sodass er tatsächlich Zeit seines Lebens in einer Sänfte getragen werden musste. Und dann hatte er noch eine Herzinsuffizienz, also wahrscheinlich hatte er eine Herzinsuffizienz, ne? Damals hat man das ja noch nicht so genau untersucht. Er litt wahrscheinlich auch Zeit seines Lebens dann eben an schmerzhaften Ödemen. Das Ganze wird also, das Ganze wird kein schönes Leben gewesen sein. Gestorben sein soll er dann an einem Schlaganfall, das korrespondiert ja mit dieser Herzinsuffizienz wahrscheinlich. Und zu diesem Zeitpunkt hat er schon in Königsberg gelebt und ist, glaube ich, auch der einzige Hohenzollernherrscher, der in Königsberg die Grablege gefunden hat. Die wurde übrigens auch von der Roten Armee später geplündert, ganz schrecklich. Also man hat diesen Prunksarg, hat man aufgebrochen und zerstört, in der Hoffnung, da wahrscheinlich irgendwelche Schätze drin zu finden. Ich finde sowas ja immer fürchterlich, wenn solche Kulturgüter zerstört werden durch kriegerische Auswirkungen, weil die Menschen alle so gierig sind. Naja, egal, okay, lass mal das jetzt mal außen vor. Diese kulturellen Gräueltaten. Ja, er wird damit Zeit seines Lebens Schwierigkeiten gehabt haben, weil er auch so immobil war, sich frei in seinen Ländern zu bewegen vielleicht auch, ne? Er wird Zeit seines Lebens auf Berater angewiesen sein in jeglicher Form. Und das mag sicherlich auch noch einen Ausschlag dafür gegeben haben, warum er als so ein schwacher Herrscher gilt. Ja, eine tragische Persönlichkeit, die in meinen Augen sehr repräsentativ ist für diese Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wir sollten ihn nicht vorschnell als unfähigen Herrscher verurteilen, sondern man sollte auch versuchen, die jeweiligen Entscheidungssituationen zu betrachten, und die waren alles andere als günstig und die Optionen einfach, ja, man kann das wie so eine klassische, also man kann das wie so eine Dialele verstehen, ne? Also das sind alles, man kann, egal welche Entscheidung man trifft, man wird einen unbefriedigenden Ausgang finden, ja, also ich würde da sagen, also die Optionen waren vielleicht in dieser Zeit auch nicht viel günstiger, aber was meint ihr? Ich freue mich auf eure Antworten, wünsche euch alles gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, in diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.